Tag, Herr Schüller. Herr Flöter-Tuck, grüße Sie. Freut mich, dass Sie uns besuchen heute. Herr Schüller, ich freue mich, oder die Freude liegt ganz auf meiner Seite, dass ich die Möglichkeit habe, mit Ihnen persönlich zu sprechen, als einem der ältesten Teppichhersteller in Deutschland. Und dass Sie uns hier Ihre Zukunftspläne und die Vergangenheit etwas erläutern wollen. Und also fangen wir doch einfach mal an mit der Geschichte. Wie alt ist Anker? Ja, wir sind in diesem Jahr, werden wir 157 Jahre alt. Mein Urgroßvater Leopold Schöller hat das Unternehmen 1854 gegründet. Und ich bin jetzt mittlerweile in der sechsten Generation Geschäftsführer von diesem Familienbetrieb. Ja, das ist ja wirklich spannend. Ich habe zum Beispiel ein Interview mit der Familie Tonnet, mit Herrn und Frau Peter Tonnet geführt vor einiger Zeit. Und das war das erste industrielle Möbelunternehmen in Deutschland, in Boppard gegründet, und das ist ja ganz in der Nähe von Düren. Das ist nicht weit weg, das ist richtig, und da gibt es auch gewisse Parallelen, denn ich glaube, dass wir auch vielleicht sogar auch das erste Teppichboden produzierende Unternehmen in Deutschland gewesen sind. Jedenfalls sagt das mein Vetter Martin hier aus München, der das recherchiert hat. Ja, also sind wir in wirklich guter Gesellschaft. War damals das Rheinland, war das besonders industriell, oder weshalb ist dieser Standort da rund um Düren, Boppard, und warum war das damals so industriell darauf vorbereitet, solche Industrien dort aufzubauen? Also für Boppard kann ich es jetzt nicht unbedingt sagen, das liegt ja nun am Rhein, aber ich kann es für Düren sagen. In Düren fließt die Ruhr ohne H. Und diese Ruhr kommt, da kommt das Wasser aus dem Hohen Venn in Belgien. Und das ist ein besonders weiches Wasser, was sich besonders gut eignet zur Papiererzeugung und auch zum Textil, zur Textilerzeugung. Da können Sie sehr gut also mit färben, ohne dass Sie Weichmacher einsetzen müssen. Und das war einer der Gründe, weshalb sich so viel Industrie in Düren angesiedelt hat. Okay, dann würde ich sagen, die damaligen Voraussetzungen waren die von Ihnen eben beschriebenen. Was ist denn heute die Grundlage für Ihr Unternehmen? Ich sage das jetzt mal, ohne es genau zu wissen, einer der größten Hersteller für den Objektbereich mit großen Bezügen auf die Automobil- und Flugzeugindustrie und so weiter. Vielleicht erklären Sie noch mal etwas diesen Hintergrund. Ja, gern. Also Automobilindustrie ist eigentlich nicht unser Thema. Wir haben das mal eine Zeit lang gemacht mit einer österreichischen Tochter. Das haben wir aber inzwischen wieder aufgegeben. Airline ist richtig. Da sind wir mittlerweile der drittgrößte in der Welt. Wir produzieren ganz spezielle Teppichböden für die Flugzeugindustrie. Wir sind in sehr vielen, etwas über 50 verschiedenen Fluggesellschaften vertreten. Zum Beispiel Emirates haben wir exklusiv. Das ist jeder Emirates-Flieger, den Sie besteigen, ist mit unseren Teppichböden ausgerüstet. Ansonsten sind wir sehr, sehr stark im Objektgeschäft. Objektgeschäft bedeutet Banken, Büros, Versicherungen, Hotels. Das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Und da würde ich behaupten, dass wir in Deutschland da auch Marktführer sind. Also weil wir nämlich nur Objektgeschäft machen. Wir machen kein Konsumgeschäft wie viele unserer Wettbewerber oder eigentlich wie alle unsere Wettbewerber. Wir sind eigentlich die Einzigen, die sich in Deutschland komplett auf das Objektgeschäft fokussiert haben. Also da haben wir ja auch in der Vergangenheit, hatten wir ja des Öfteren miteinander zu tun, wenn es um die besonders hochwertigen Schuleinrichtungen oder Universitätseinrichtungen ging. Und da ist ja nun auch die Belastung oder sind die Qualitätsansprüche absolut am höchsten. Was sind denn die weiteren Grundlagen Ihrer jetzigen Entwicklung? Also ich habe das Grundthema von dieser Messe ist ja Recyceln, Ökologie und Ergonomie und also diese Themen. Wie sind Sie in dieser Richtung aufgestellt? Also da sind wir eigentlich, oder ich muss sagen, da sind wir führend. Wir haben bereits vor 3 Jahren begonnen, erste Kollektionen zu entwickeln, wo wir Fasern einsetzen aus recyceltem Material, sowohl in der Oberfläche, also im Pol, der ja designbildend ist, sowie auch in der Konstruktion unten drunter. Wir haben eine Entree-Kollektion entwickelt, als allererste im Markt. Die besteht aus 70% recyceltem Obermaterial.
also 70% des Obermaterials sind aus Rezyklatfaser. Diese Rezyklatfaser bezieht diese Firma Aquafil, mit der wir da sehr stark zusammenarbeiten in Italien, aus Produktionsresten im Prinzip. Das ist also reines Material, was in der Produktion übrig bleibt, was wir zurückführen, was Aquafil dann sammelt und dann mit 30% jungfräulichem Material wieder mischt und daraus neue Garne macht. Und die Rückenkonstruktion besteht zu 100% aus Rezyklat, und zwar wird dies aus Polyester, PET-Flaschen beispielsweise rezykliert. Ach so, dann kann man sagen, zum Beispiel eine Cola-Flasche, eine gewesene Cola-Flasche, die eingesammelt wird, oder genau. Wasserflasche, die begeht man dann hinterher bei Ihnen als Teppich. Das ist richtig, die dient eben der, als Konstruktion für den Rücken, für das Backing. Aber heute gehen wir einen Schritt weiter sogar. Was wir hier im Stand überall an den Wänden haben, ist eine ganz neue Kollektion, die heißt Entre Ultra. Da besteht also dieses Obermaterial aus 90% rezykliertem Polyamid und nur 10% Beimischung, und der Rücken besteht zu 100% aus rezykliertem Polyamid. Der ganze Teppichboden ist 100% Polyamid, und den können Sie so, wie er ist, zurücknehmen, einschmelzen und neues Garn draus machen. Da sind wir auch die Ersten, die dieses Produkt so entwickelt haben auf dem Markt. Das heißt, wenn man einen Teppich nach wie vielen Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren rausreißt und dann nehmen Sie den komplett zurück? Dann bieten wir unseren Kunden an, den komplett zurückzunehmen. In Kooperation mit dieser Firma Aquafil, die ich eben schon erwähnt habe, werden wir diesen Teppichboden dann wieder zu neuem Teppich verarbeiten. Einmalig tolles Ergebnis und vor allen Dingen eine ganz praktische Lösung, dass man sagen kann, werden nicht nur Produkte hergestellt, sondern es werden Produkte auch in der Dienstleistung und im Service so verbunden, dass der Kunde eine jahrelange Beziehung weiterhin durch den entsprechenden Service und die Dienstleistung nutzen kann. Ja, für den Kunden ist das auf der einen Seite sehr sinnvoll, auf der anderen Seite ist es aber auch für die Umwelt meiner Ansicht nach sehr wichtig. Wir haben erkannt, und das ist eigentlich schon relativ spät, dass wir sowas erkannt haben, obwohl wir die Ersten sind in der Branche, meiner Ansicht nach, dass wir unbedingt auf Nachhaltigkeit setzen müssen, denn die natürlichen Ressourcen werden uns in den nächsten 30 bis 40 Jahren langsam ausgehen, und dann müssen wir vorne mit dabei sein, jetzt Gedanken zu entwickeln, wie wir möglichst schonend mit diesen Ressourcen umgehen, um diesen Zeitraum zu verlängern, beziehungsweise diese wertvollen Rohstoffe nicht für Dinge anzuwenden, die später vielleicht große Probleme bereiten. Der Vertrieb erfolgt über die Fachberater draußen, die Architekten besuchen, und so wie ich das mitbekommen habe, in wie vielen Ländern sind Sie präsent? Oder kann man sagen, Emirates schickt alle Flugzeuge hierhin, oder machen Sie die immer an einer Stelle, oder in welchem Zeitraum wird so eine Erneuerung dann vorgenommen? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Also das ist ganz unterschiedlich. Gerade bei den Fluggesellschaften, da kann es also sein, dass sie schon alle 6 Wochen den Teppichboden auswechseln, bei sehr stark frequentierten Fliegern, weil die Mittelgänge beispielsweise sehr stark unter diesen schwer beladenen Trolleys leiden, die da immer drüber geschoben werden. Das heißt, es könnte also normalerweise schon, wenn es ganz häufig vorkommt, nach 6 Wochen gewechselt werden, aber oft sind es auch 2 Monate, 3 Monate, 6 Monate, je nach Frequentierung und auch je nach Fluggesellschaft. Die sind dann natürlich sehr unterschiedlich unterwegs. Man muss dazu sagen, dass die Fluggesellschaften in der Regel keine Polyamidware an Bord haben, sondern Wolle aus feuertechnischen Gründen. Und die Wolle ist nicht so widerstandsfähig wie Polyamid, und deswegen verschleißt sie auch etwas schneller. Ah ja. Und in wie vielen Ländern? Das andere Thema, was Sie mich gefragt haben, was ich vielleicht auch noch schnell sagen möchte. International sind wir nur im Airline-Geschäft unterwegs, und im Objektgeschäft, muss ich sagen, sind wir eigentlich in Zentraleuropa. Zentraleuropa. Zu Hause, ja. Da haben wir eigene Mitarbeiter. In Deutschland haben wir eine Mannschaft von etwa 30 Außendienstmitarbeitern, die Objekteure besuchen, beziehungsweise Architekten besuchen, GUs besuchen. Das ist unser Geschäft. Und wir haben im Ausland auch noch einige Handelsvertreter, die mit unserem Produkt auch selbstständig unterwegs sind. Herr Schöller, ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank für dieses Interview und die Produktion, als letzte Frage, alles made in Germany.
alles made in Germany. Wir können auch gar nicht anders, denn unser Know-how, was wir in 157 Jahren entwickelt haben, können wir nicht exportieren in irgendein Billiglohnland. Das funktioniert nicht. Da haben andere schon Schiffbruch erlitten. Wir sind so speziell unterwegs mit unserem Produkt. Das ist so ein ausgefeiltes und auch schwierig herzustellendes Produkt, dass wir, glaube ich, gut daran tun, in Deutschland zu bleiben. Und Made in Germany hat ja auch nach wie vor einen gewissen Stellenwert in der Welt. Und ich denke mal, dass wir damit richtig liegen. Ich werde Ihre Seite oder die Ankerseite mit den Produkten für die Endverbraucher so vorbereiten in der Welt des Wohnens, Welt der Objekte, kann der Endverbraucher die Firma Anker anklicken und kann dann sich über die Vielfalt ihrer Produkte und über die Planungssysteme und alle weiteren Details kann er sich informieren. Herzlichen Dank für das Interview. Vielen Dank für diese Hilfe. Danke.